Der hat früher so eine Laterne an einem Kettchen draufhängen. So, also jetzt auch. Sind wir soweit? Ja, hallo, guten Tag. Jetzt sitzen wir hier im eiskalten Haus und wir haben da so einiges im Keller gefunden und da wollen wir mal gucken, was da in Sachen Fasnacht sich doch an historischen Ereignissen oder Bedeutungen verbirgt. Eine Fasnachtssitzung, wie sie in Mainz stattfindet, hat urdemokratische Wurzeln. Es ist nichts anderes als die Persiflage auf eine Parlamentssitzung in einer konstitutionellen Monarchie. Sprich, es war damals die Zeit des Vormärz, als die Fasnacht entstand, 1838. 10 Jahre später war die Revolution und nach den gewonnenen napoleonischen Befreiungskriegen wollte das alte Regime hier wieder Fuß fassen, was aber auf linksrheinischem Boden sehr schwer war. Denn die Mainzer hatten ja die Luft der Demokratie geschnuppert. Die erste demokratische Staatsform war ja die Mainzer Republik. Und die wollten das alle nicht. Aber trotzdem, damals Fürst Metternich mit eiserner Hand regiert, hat verfügt, dass alles wieder so in die alte Richtung geht. Und da haben gerade versucht, die Narren mit ihrer Fasnachtssitzung Akzente zu setzen. Das Komitee ist nichts anderes als die Regierung mit ihren Ministern. Und als Zeichen, wie die Ratsherren im Rathaus, trugen die eine Amtskette. Und ganz wichtig ist so die Nuance der Unterscheidung. Der Sitzungspräsident, der sitzt in der Mitte, der trägt unter dem Frack die rote Schärpe. Das ist die Farbe des Kanzlers, der das Land regiert. Ihm zur Rechten sitzt der Staatspräsident, sprich der Souverän, symbolisiert durch die blaue Schärpe das Königsblau. Der hat während der ganzen Veranstaltung nichts zu melden, außer die Ehrengäste zu begrüßen. Und der Sitzungspräsident führt das Programm. Das war so. Alle Macht geht vom Volk aus. Und das hat man auch damit demonstriert. Die Bedeutung hat sich auch teilweise dahingehend gewandelt. Der Frack, das war früher so das Outfit für die gehobene Gesellschaft. Und die Kleinbürger und der niedere Adel haben versucht, den Hochadel zu imitieren und haben sich dann Orden angesteckt, weil der Hochadel auch Orden hatte. Titel ohne Mittel, den Spruch gibt es ja heute noch in Mainz. Und das haben die Fasnachter aufgegriffen. Früher war der Orden eine Verhohnepiepelung des kleinen Adels. Heute ist er Auszeichnung der Aktiven. Und die Comedy-Kette, die wir jetzt hier haben, das ist natürlich noch ein Prunkstück aus der Wirtschaftswunderzeit. Die sind angefertigt worden anlässlich des 75-jährigen Jubiläums im Jahre 1968. Da hat man noch in Saus und Braus gearbeitet und gefeiert. Und die wurden vom Juwelier Weiland in Mainz gemacht. Damals, glaube ich, für ungefähr 6.000 Mark. Muss man sich mal vorstellen. Und die sind ja auch seitdem bei uns in Gebrauch. Jetzt muss ich die Brille mal absetzen. Die Symbole, Glas, Mainzer Rat, das Gonzenheimer Wappen. Das Gründungsjahr 1893, Paragraph 11. Dann haben wir Weinbecher, Zeichen der Freude. Dann haben wir die Fastnachtsfarbe als Larve, eine Maske, die Fastnachtskappe. Weintrauben passt zur Heimat und der Apfel und die Biene ein altes närrisches Symbol, genauso wie die Windmühle. Das hat man darauf verewigt. Und die werden dann als Schmuck des Komitäters getragen. Die kriegt ein Komitäter mit nach Hause. Ne? Die werden vor der Sitzung, kriegt er die und nach der Sitzung, welche denn jetzt sieht es denn aus? Das ist dann sind also Unikate. Ja, ganz klar natürlich unten EBG, der Eisbär mit der Fasnachtskappe und das Vereinsemblem, die Buchstaben, das macht schon was her. Das ist schon, sieht richtig gut aus. Ja. Ja, das ist natürlich das Insignium der Macht des Sitzungspräsidenten, die Präsidentenschelle. Auch abgeleitet von der Parlamentsglocke, die der Parlamentspräsident im Bundestag oder im Landtag hat. Natürlich ist das dort eine ganz schlichte, einfache, funktionale Glocke. Hier haben wir schon ein richtiges Prunk.
Objekt. Also der Griff ist der Eisbär, das war ein Symbol. Die eiskalten Brüder sind unten eingraviert. Und das hat auch ein Gewicht. Also wenn wir da so 12 Sitzungen lang bimmeln, dann hat man was für die A-Muskulatur getan. Und sie haben guten Klang. Das Ding ist also mit das Wichtigste, was ein Sitzungspräsident hat. Vor allen Dingen, wenn er sich stellen muss und ist drüben ins Kreuzweh, dann kann er sich da an der Stelle so ein bisschen abstützen. Das passt genau von der Höhe. Das ist jetzt also das Corpus Delicti, der Präsidentenstab des Sitzungspräsidenten. Das wurde gestiftet von den Comedy-Frauen anlässlich des 100-jährigen Jubiläums 1993, ein massiver Metallstab. Ich war live dabei, ich durfte ihn reintragen. Ich durfte dieses schwere, also es ist wirklich ein riesen schweres Monstrum, was man irgendwie kaum halten kann. Das ist kaum zu glauben. Es ist immer wieder interessant, wie der Andreas das so mit einer Hand so galant durch den Saal dann auf die Bühne hochträgt. Die Glocke ist schon schwer, aber das Ding bricht in der Mensa Fasnacht alle Rekorde. Es gab ja einen persönlichen Präsidentenstab, das war der von meinem Opa, also vom Spinat. Und er hat ja dann abgedankt und hat ja dann sein Amt in jüngere Hände übergeben und hat auch seinen persönlichen Stab dann natürlich mit in den Ruhestand genommen und dann musste ein neuer her. Und der wurde dann, also zumindest wurde dann ein Kreativteam der Damen, und wer kann das besser als die Damen der Komitee? Und haben dann verschiedene Entwürfe sich machen lassen. Damals dann ist das ausgesucht worden. Und anscheinend wurde es dann doch der schwerste mit den riesen schweren Klunkern und das sind Diamanten und keine Ahnung, was man alles da noch so draufbacken kann. Nein, Spaß beiseite. Also es ist aber tatsächlich ein sehr, sehr schönes, gelungenes Stück geworden und bis heute noch unkaputtbar in Andreas Schmidts Händen. Die Eiszapfen sind da unten und hier ein Eiskristall, ein Bergkristall, dann die närrische Weltkugel und der Eisbär oben drauf. Das Ding hat schätzungsweise, ich habe es noch nie gewogen, aber zwischen 8 und 10 Kilo. Das heißt also, wenn man das so mit reinschleppt, dann ist der schlimmste Weg im großen Saal der Rheingoldhalle, die vielleicht in diesem Jahrtausend noch mal fertig renoviert ist. Und dann merkst du doch abends schon etwas, wenn du auf der Bühne stehst, radikal, das Ding ist schwer. Also, wenn das in den mittelalterlichen Schlachten von den Rittern mitgeführt worden wäre, das wäre eine unüberwindbare Waffe gewesen. Und das so hier zu trainieren, auf der anderen Seite die Glocke, dann kriegst du Bizeps ohne Ende, muss man schon sagen. Ist also auch wieder aus der Präsidenten-Historie herausgesehen ein Zeichen der Macht, dass der Sitzungspräsident trägt das Zepter, nicht der Vereinspräsident, der souverän. Alle Macht geht vom Volke aus. Wieder so ein kleiner Schnickser Richtung Metternich. Ja. Das Adelskästchen, ja, das ist auch so eine Abwandlung der Sprichwort, der Fürst öffnet seine Schatulle. Ja. Da machen wir das also auf und da sind dann die Orden drin, die der Präsident dann hier entnimmt und dem Aktiven als Dankeschön überreicht. Die Amtsschatulle, die wir hier haben, die wurde meines Wissens, jetzt muss ich die Brille absetzen, ja, auch zum 75. gestiftet von der Füsiliergarde Mainz-Gonsenheim, unser Bruderverein, und das ist ein massives Metallgefäß mit wunderschönen Ornamenten. Man sieht den heiligen St. Martin, man sieht römische Soldaten, man sieht eine Jagdszene, also alles eine Anwandlung auf die hiesische Zeit. Und was ganz wichtig ist für den Sitzungspräsidenten, hier befindet sich die Uhr. Das ist die Uhr, die habe ich seit 1996, 95 in Gebrauch, seit ich Sitzungspräsident bin. Und das ist mein Zeitmesser, damit ich sehe, wie es um die Zeit bestellt ist und wie ich dann in An- und Absage Geschwindigkeit oder Gas rausnehmen muss. Also das ist ganz wichtig, darum will ich das Jahr immer auch in der Schatulle aufbewahren. Ah, das ist natürlich ganz wichtig. Zeremonienstäbe, wie der Name schon sagt, angelegt an die Hofhaltung des Barock, der Zeremonienmeister, der mit seinem Stab dreimal auf den Boden schlägt und ankündigt, wer jetzt vor den König oder den Kaiser tritt. In dem Fall hat man diese Symbolhaftigkeit übernommen. Zwei Komiteemitglieder, die links und rechts außen sitzen, sind die Zeremonienmeister und die geleiten mit dem Stab die Aktiven auf die Bühne. Also mit dem Stab die Aktiven. Honors, dann die Mitwirkenden der Sitzung, die sich dann an dem Abend für das Publikum einsetzen. Und die werden dann hereinbegleitet, werden herausbegleitet
Und das sind ganz prachtvolle Stücke. Die sind aus Ebenholz, auch aus dem Jahre 1968. Und gestiftet wurde eine vom Mainzer Karneval Club. Das ist der da. Der hat auch als Danke oder als Erinnerung den Till hier drauf, das Vereinssymbol. Und der andere wurde vom MCV, vom Mainzer Karnevalverein, gestiftet. Und der ist auch dann mit einer Plakette und dem Bayers behaftet. Was also dann auch sagen soll, das ist das Geschenk von uns an euch. Und das waren auch sehr prachtvolle und teure Geschenke für die damalige Zeit. Man sieht also an dem ganzen Komitee, der Präsident mit roter Scherbe, der Vereinspräsident mit blauer Scherbe, die Zeremonienmeister, das ist so eine Mischung zwischen feudaler Hofhaltung und parlamentarischer Demokratie, damit man da keinem auf den Stips getreten hat. Also auch das edle Trinkgerät, der Komiteebecher, der Komitee, der trinkt natürlich nicht aus einem einfachen Schuppenglas, so wie hier, nein, das muss schon was Edles sein, ja, das muss was Feines sein. Da steht vorne drauf EBG, also man muss immer sehen, dass der Becher auch so oben platziert ist. Aber damit es nicht ganz so unhygienisch ist, gibt es dafür auch Glaseinsätze, die wunderbar zu reinigen sind. Und wie ich jetzt sehe, die Becher, die müssen auch wieder mal geputzt werden. Also die sind ein bisschen stumpf, aber das kriegen wir bis zur nächsten Kampagne hin.